Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rage 2. Was wollen wir heute machen? Ich bin schon mal hier rausgefahren und habe mir ein schönes, interessantes Ziel ausgesucht. Ich denke, wir suchen uns mal, oder werden heute mal diese Arche hier oben aufsuchen und schauen, was wir dort so Schönes finden. Mal schauen, vielleicht gehen wir dann noch hier oben ein bisschen rumgucken, was wir hier so haben. Mal so ein paar kleine Nebenaufgaben abarbeiten. Und in der nächsten Folge möchte ich dann auch wieder mit der Hauptmission weitermachen, mit der Hauptquest. Dass wir so einen schönen Mix aus beiden machen. Ich meine, in diesem Projekt hier, in diesem Let's Play Rage 2 Projekt, alles zu sehen, ist wahrscheinlich utopisch. Müssen wir wohl auch nicht. Kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das jemand anschauen möchte. Ich denke auch, ein Langzeitprojekt, was wirklich Langzeit ist, haben wir ja schon am Laufen mit Stellaris. Und es ist wohl nicht in dem Sinne von uns allen, dass wir zwei am Laufen haben. Open World ist schön hier. Macht mir sehr viel Spaß. Nochmal ein kleines Zwischenfazit. Was ist das? Naja, gucken wir später mal hin. Wie gesagt, ist ein super Spiel. Die ganz miesen Bewertungen kann ich bis jetzt noch nicht nachvollziehen. Ist wieder so ein Banditenunterschlupf. Ja. Ist der jetzt auf der Karte markiert? Ja gut, dann können wir uns da auch mal später drum kümmern. Ich habe jetzt die Arche, will ich jetzt haben. Genau, also die extrem schlechten Bewertungen, die das Spiel hatte, kann ich eigentlich nicht nachvollziehen. Macht Spaß. Macht wirklich Spaß. Kann ich nicht anders sagen. Manchmal etwas hakelig, aber im Großen und Ganzen passt das schon. Hey, die Arche muss doch irgendwo hier sein. Ja, hier links. Daneben. Hier muss die sein? Hier oben, oder? Bin falsch abgebogen. Wir sind bestimmt dort, wo die Freaks sich beschießen hin. Ja, hier hinten. Ach komm, machen wir das auf die klassische, altmodische Art und Weise. Nehmen wir mal schauen. Oh, wir haben doch jetzt, das haben wir jetzt, genau. Es geht immer wieder gut los. Oh, ja, Depp, du kannst... Ich habe, wie immer, keine Heilung. Oh, wir sind hier in einem richtig bösartigen Kampf, oder? Da können wir nur eins zu sehen, dass wir jetzt so viele Gegner wie möglich ausschalten. In den Overdrive gehen. Oh, der hat gesessen. Fail Nummer 1. Es geht wie immer gut los. Sorry, Leute. Nein. Naja, machen wir es auf altbekannte Weise und schießen uns mit dem Phönix hier durch. Geht ja auch. Sorry. Also, deine... Bisschen Scheiße, hier kann mich nicht so schnell abhalten. Fahren wir mit uns im alten Panzer lieber hier durch. So. Meins. Nummer 2. Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, komm. Echt? Kein Overdrive? Na gut. Kein Overdrive, aber Heilung, Gott sei Dank. Genug Heilung. Die haben sich ja richtig repariert. Mach's gut. Wieso? Oh, echt? Ich habe da alles ausgeschaltet, was lebt. Ich sehe niemanden mehr. Ja, aber hören tue ich noch welche. Ja, hier. Das Aufpassen ist jetzt keine schlechte Idee. Alle Feinde in der Nähe wurden
Wenn es weiter nicht ist. Dann zeig mal her, was du so in dir bürgst. Sicherheitsscan abgeschlossen. Willkommen in der Arche 422A. Hallo. Okay. Wollen wir mal gucken, was wir für eine schöne Belohnung bekommen. Sie haben die ID-Erweiterung Slam installiert. Mhm. Schlamm. Damit trotzen Sie vorübergehend der Schwerkraft und attackieren Gegner von oben, um einen heftigen Stoß kinetischer Energie zu erzeugen. Nett. Richtig nett. So, Steuerung und Leertaste, okay. Nochmal. Steuerung halten. Ei, wie... Nur einmal noch. Cool. Oh, macht Laune. Ist... Je jünger Sie sind, wenn Sie die Slam-Erweiterung einleiten, desto mehr Schaden fügen Sie Ihren Gegnern zu. Für gut befunden. Oh, genial. Sehr stark. Oh, das ist genau mein Fall. Das Training zur Slam-Erweiterung abgeschlossen. Dann lass mich auf die Menschheit los damit. Stark. Richtig, richtig stark. Oh, er grinst sich schon wieder in mich rein, weil es mir schon wirklich Spaß macht. Was? 70% intakt? Wie, was ist 70% intakt? Mögen Sie der Menschheit einen neuen Anfang bringen? Jo. So, Overdrive verfügbar. Das kommt noch so schön hinzu. Okay. Fail Nummer 2, weil ich jetzt gerade irgendwie völlig abgelenkt war. Oh Mann. Ja, probieren wir es halt nochmal. Ist ja überhaupt kein Problem. So, jetzt läuft es besser. Ja, jetzt läuft es viel besser. Viel, viel besser. Es macht richtig Laune. Weg. Weg. So. Wollen wir mal gucken. Ah, seht ihr, ist überhaupt kein Problem. Bisschen Goon Squad hier. Kann mir gar nichts. Das wird ein Gemetzel. Einfach nur gut. Macht einfach nur Spaß. Lagerkisten gibt's hier noch. Ja, den sehe ich sogar eine. Ich habe vorhin auch nochmal nach der anderen geschaut, ne? Ich habe von der letzten Folge der, wenn ihr es gesehen habt, ich habe die nicht gefunden. Ich bin das ganze Lager abgelaufen, ich habe sie einfach nicht gefunden. Aber ist ja nicht so schlimm. Am Ende ist eh bloß ein bisschen Feldrit oder so drin, also denke nicht, dass wir das jetzt alles so ganz schnell brauchen. Okay, die haben wir. Was wollen wir denn jetzt machen? Wow, wir können uns ja jetzt nochmal um diesen Banditenunterschlupf kümmern hier. Ja, komm. Oh, wir fahren hier gleich runter. Durch diese alte Siedlung hier ist überhaupt kein Problem. Okay, wo geht's lang? Hier geht's lang. Na, hier sieht es schon so aus nach Banditen. Ziel erreicht. Seid ihr euch da sicher, dass wir das erreicht haben? Banditenunterschlüpfe? Ja.
bin noch da. Alles gut. Ja, das wird jetzt etwas spannender. Scheiße. Aber wir können die doch zurückschlagen, gell? Gehen wir erstmal hier hoch und schauen mal von hier oben, was die Sache ist. Jetzt hat es sich mal gelohnt. Ich muss wahrscheinlich als erstes draufdrücken. Bevor ich... Bevor ich runterhüpfe irgendwo. Ja, komm. Ich werde das schon machen. Ja, das war abzusehen, dass das passiert. Boah, bin ich schlecht. Ja, komm, probieren wir es nochmal. Das war überhaupt kein Problem. Stufe 6. Müssen wir hinkriegen. Ein bisschen taktischer und nicht wie beim typischen Ego-Shooter. Ja, aber scheiße. Komm schon. Oh. Ey, das ist eine. Ja, wegen dir. Bist du tot? Oh Mann. Ja, komm, ist klar. Leck mich doch am Arsch. So, ja, wirklich mal taktisch hier vorgehen. Wir können wahrscheinlich nicht immer irgendwo reinstürmen. Boah, das ist aber auch eine Feuerorgie hier. Okay, wir wollen vielleicht etwas Granaten werfen. Wir haben auf jeden Fall was getroffen. Es ist was in die Luft geflogen. Weg. Komm schon. Guck mal, wie gut ich schießen kann. Ah ja, klar. Der trifft mich wieder. Ist logisch. Scheiß drauf. Ja, ja. Ich zeig dir gleich mal, wer hier... Ich hab... Wer hier wen hat. Oh, nee. Oh, ja. Bekloppt, ne. So. Ich habe jetzt beschlossen, wir machen was anderes. Und die nächste Arche. Ja. Die Schnauze. Wir kommen wieder. Verlasst euch drauf. So, schauen wir mal hier rüber. Hier rüber. Entschuldigt. Aber was uns hier so Schönes erwartet. Ja gut, einen Kritikpunkt kann ich aber in dem Spiel verstehen. Die Welt wirkt etwas farblos. Ich habe eine Kiste gesehen. Boom. Sorry. Aber ich will euer Geld. Und euren Schrott. Ah, ein Tunnel. Ist immer sehr, sehr vielversprechend, wenn man Tunnel sieht, ne? Och, es geht. So, ein paar hundert Meter nicht drüben. 100. Wir sind da. Ja. Hey Lilly, dieser Ort hier scheint gefährlich zu sein. Du bist nicht mehr in Vineland, Walker. Bisschen. Bereite dich lieber gut vor. Ich bin offensichtlich nicht mehr in Vineland.
Wenn ich dran denke, wie am Anfang die Obrigkeitstypen umgeflogen sind, wie die fliegen, da ist sicher schon echt heftig. Meine Güte. Ja gut, die fliegen immer noch um, wie die fliegen, aber trotzdem. Ja. Ja, mit dem Overdrive zur Null regeln wir das schon. Zerfetzt es einfach nur. Wo hingst du denn fest? Es ist sehr offensichtlich, dass wir nicht mehr in Rhineland sind. Und das scheint mal ein recht cooler Ort gewesen zu sein. Aber... ja. Der Goon Squad war anderer Meinung. Oder er findet ihn wirklich extrem cool. Und hat dann so einen Mist draus gemacht. Na gut, ist halt so. Ändern kann man es nicht. Wir sammeln erstmal den ganzen Mist hier auf, der hier rumliegt. Ja, Goon Squad. Schön, schön. So, jetzt haben wir es mal richtig eingesetzt. Haben sogar Gesundheit noch. Hier ist noch mehr Gesundheit. Och, Gott sei Dank, das können wir gerade richtig gut gebrauchen. Alter, was stimmt mit euch nicht? Alter. Hast du? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob du das wirklich wolltest. Oh, Alter, das ist ja übelst unnormal. Macht das einen Spaß? Bunt, blutig, abgedreht. Voll geil. Ich erinnere mich noch an eine Zeit, da war das unter aller Sau mit der deutschen Zensur. Da hast du wirklich sämtlichen... Ups. Da haben die sämtlichen Mist rauszensiert. Und guck mal, was heute alles so schönes üblich oder möglich ist. Das ist schon Wahnsinn. Ah, hier oben. Bitte treten Sie näher für den Sicherheitsscan. Ja, erstmal das hier. Und nein, Granate nicht. Haben wir genug. So. Arche 415b. Dann zeig mal. Sicherheitsscan abgeschlossen. Willkommen in der Arche in dir steckt. 415b. Irgendwas Cooles, was zum Spielen, Spaß und Spannung? Ha, ja. Spielspaß und Spannung. Richtig Spielspaß und Spannung. Genau mein Fall. Dann zeig nur mal, was wir so Schönes damit machen können. Er feuert mit Nanotriten betriebene Raketen ab, die einen großen Explosionsradius aufweisen. Ja, LMT, um Raketen betriebene Sprengköpfe abzufeuern. Ach komm, wir machen das schön. Ich grüße dich. Das war Absicht. Können wir bestimmt auch. Ja, können wir. Ja, eine nette Waffe. Während des genauen Zielens kann der Smart-Raketenwerfer ein Ziel erfassen und mehrere Zielsuchraketen darauf abfeuern. Mhm. Das ist, hätten wir bei dem einen Typen auf seinem Hover-Dings da brauchen können. Ah, das sind die Dinger, die wir gekauft haben. Bitte wiederholen. Boah, ist klar. Mehrere Raketen ist gut. Abgeschlossen. Sind die schöne... Setzen Sie den Overdrive des Smart-Raketenwerfers gegen simulierte Gegner ein. Na, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Jawohl. Das Training ist abgeschlossen. Simulation wird beendet. Schön, schön. Lass mich raus. Jetzt können wir ihn ja nochmal live taktisch einsetzen.
Jetzt kommen doch wieder welche, ne? Mögen Sie der Menschheit einen Anfang bringen, Ranger Walker. Okay, das hat was gebracht. Du hier oben kriegst auch noch eine ab. Oh. Oh, der Typ hier hinten stirbt einfach nicht. Das stimmt mit dir nicht. Ich jetzt schön. Oh, oh, tut der Goon Squad das? So. Überhaupt kein Problem. Hast du? Ah, hier ist der große Typ. Hm, ja. Das macht man doch aber auch nicht. Jetzt seid mal ehrlich. Ey, guck doch mal, was hier übrig bleibt, wenn man sich einen Ranger mit Raketenwerfer in den Weg stellt. Mhm. Ranger Jersey war gestern. Jetzt haben wir alle etwas Goon Squad am Schuh kleben. Ah, da vorne kommt noch mehr Goon Squad. Ich grüß dich. Und das haben wir ja auch noch. Oh, ist das eine herrliche Waffe. Hey, ohne Mist. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Oh, das ist nett. Hui. Na schön, mit neuer Zielscheibe. Nein, 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 nein. Oh ja, klar. Hm. Okay. Da. Oh. Nein! Scheiße. Da kommt der Großkreuz wieder und verliert bestimmt gleich. Naja, kommt. Boah. Ja. Oh, mein Herz, seid ihr doof. Oh ja, komm, jetzt kommt dieser Idiot. Und hat verloren, Arschloch. War überhaupt kein Problem, das muss ich jetzt echt mal sagen. Also, null Probleme, null Probleme. Wenn es weiter nicht ist. Hm. Na gut, gehen wir wieder. Ja, ja, quatscht ja keinen Zahn locker. Wir gucken erstmal. Ah, nee, haben wir schon geguckt, ne? Kommt schon. Ja, jetzt Folge halt wieder Überlänge, aber ich muss das jetzt hier machen. Ich musste das jetzt einfach raus noch fertig machen. Oh, wir sind wieder locker flockig an unserem Auto angekommen. Haben die Hälfte hier drin vergessen. Das werde ich aber nochmal Offcam suchen. Werde ich schon noch irgendwas Schönes finden hier. Und ja, ich würde sagen, mit dieser doch recht actionlastigen Folge in Überlänge möchte ich mich schießend verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und in dem Sinne, gehabt euch wohl, euer Burggamer. Ciao!